Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zum Gefangenenarchitekt. Ja, es ist 2 Uhr nachts, das heißt, wir haben gerade ein bisschen Geld bekommen, 9000 haben wir noch. Uiuiui, was haben wir denn gemacht? Das letzte Mal wollten wir, glaube ich, dann das hier irgendwann langsam angehen. Und zwar, ich habe auch ein paar Kommentare bekommen, da ein bisschen drauf eingehen. Als erstes, jemand sagte, ich soll hier Metalldetektoren davor bauen, vor den Besucherraum, weil die ja auch gerne schmuggeln. Ja, das ist richtig. Und ich dachte eigentlich, dass wenn ich die hier hin mache, die Sachen hier, dass dann die geschmuggelte Ware sozusagen auch mit, dass sie das mitbekommen, wenn dann irgendwann mal was geschmuggelt hat. Ich dachte, dass die Gäste vielleicht auch gleich mitgescannt werden, aber keine Ahnung, ob das so ist, aber ich möchte jetzt gerade keine 2000 ausgeben, um das zu bauen. So, aber für die Zukunft mal vormerken. So, dann haben wir einen Kommentar, dass ich die Türen hier immer auflassen soll, damit der Fluss leichter durchgeht, aber ich finde halt, also ich habe es so gemacht, dass hier die Türen zu sind, in der Hoffnung, dass sie sich dann dahin gehen. Und dass dann einer, der die Tür aufmacht, der ist ja dann direkt da in der Nähe, hat man ja gesehen, der läuft dahin, ist in der Nähe von der Tür. Und wenn dann jemand erwischt wird, kann er sofort eingreifen. Weil wenn der jetzt da oben ist und der da ganz unten, dann weiß ich nicht, ob die dann hinrennen, um den dann zu ergreifen. Müssen wir mal schauen, ob das wirklich so böse aufs Gemüt schlägt, dass sie da mal ein bisschen warten müssen. So, da noch ein Kommentar. Ja, den fand ich ein bisschen lustiger. Ich kann doch einfach die ganz starken Mauern ringsherum bauen. Dann kommen die da kaum noch unten durch. Wenn die nicht so teuer wären mit 200 pro Quadrat, würde ich das auch machen. Aber die sind doch ein bisschen teuer. Kann ich mir noch nicht so ganz leisten. Gut, dann wollen wir ja mal frisch ans Werk. Ich hätte gleich mal vorspulen können, während ich die ganze Zeit quatsche. Naja, wollen wir jetzt hier mal Zellen reinbauen, beziehungsweise Strom und alles. Das muss ja auch verlegt werden. Machen wir gleich mal. Ich hoffe, der Strom kann so auch noch verwendet werden. Nicht, dass mir bei der Strom unten ausgeht und ich keinen großartigen Platz habe. Das wäre nicht sehr schön. So, Toilettenleitungen. Ja, das wird jetzt hier höchstwahrscheinlich nicht alle Zellen gleichzeitig machen. Das kennt ihr ja. Man macht dann immer ab und zu eine Zelle. Aber man kann ja schon mal gucken. So, schon mal das Grundgerüst da reinbasteln. Das kostet ja auch nicht wirklich viel. Was ist das denn für Geräusche? Haben die neue Baugeräusche? Das hört sich ja geil an. Na gut, schnell. Wo die Türen kommen, da rein, genau. So, ich bereite jetzt erstmal 3 Zellen vor. 4 Zellen. 4 Zellen sind das. Dann schauen wir mal, was dann dabei rauskommt. Ist, glaube ich, etwas laut, wenn die da so anfangen. Ja, die Türen will ich ja immer als letztes machen. Das habe ich fast vergessen. Betten. So, und ganz als letztes die Türen. Ja, habe ich sogar noch ein bisschen Geld übrig. Wer hätte es gedacht? Ach ja, noch ein Kommentar, den ich ganz vergessen habe. Und zwar, was das Arbeiten angeht. Es heißt, das Sägen dauert nicht so lange wie das Pressen. Deswegen soll ich hier weniger einstellen als hier. Und ja, generell hieß es irgendwie, ich habe, glaube ich, 64 Jobs generell und nicht alle vergeben oder irgendwie so war das. Ja, wenn das jetzt ungefähr 20 sind, dann sind das nochmal 20, noch was mit 60, dann geht das geht doch schon. Könnte 67 sein, das stimmt, aber ich habe ja gar nicht so viele Leute drin. Hier soll ich nur so 4 einstellen. Mal schauen, machen wir mal 4 rein. Dann haben wir mehr Platz für die Workbench und mal schauen. Also es kann tatsächlich sein, dass das hier schneller geht als hier drüben. Ich frage mich aber allerdings, warum ich denn dann... Da müsste ich doch eigentlich einen Haufen Rohplatten so als Reserve haben.
Wenn die das alles wegsägen, dann müssten noch hier ein Haufen von diesen Platten rumliegen, die einfach als Reserve sind. Weil die müssen die immer rüberschleppen. Das ist, glaube ich, das Problem. Naja, gut. Sollen sie es machen? Ich baue hier oben noch vielleicht auch noch mal ein paar Zellen weiter aus. Extra hier aufmachen, weil ja kein Polizist kommen kann. Naja. Gut, dann haben wir wieder ein paar Dinger geschaffen. Räumen wir gleich noch mehr rein. So, schaffen wir dann noch eine? Ne? Wir werden es sehen. So, Objekte. Die Türen sind ja dann doch irgendwo ganz wichtig am Ende dann. So, so und so. Betten. Und natürlich die Türen. Und dann war es das, glaube ich, schon wieder. Das Geld ist wieder etwas weniger. Und habe ich hier alles Zellen, alles Zellen, sind alles Zellen? Gut. Dann machen wir daraus jetzt auch gleich Zellen. Räume. Eine Zelle besteht daraus. Können wir auch mal rübergehen noch. So. Da sind die dann zufrieden, die Leute. Da sind sie dann zufrieden. Ach stimmt, hier drüben habe ich jetzt auch noch eine Zelle gemacht. Das heißt, ich kann ja eigentlich auch noch eine Zelle ziehen. Sie müssen das nur noch alles bauen. Aber das können sie gern machen. Dann habe ich wieder ein paar Zellen mehr. Jetzt habe ich 56. Da kommen noch mal 4 dazu. Dann sind wir bei 60. Ja, cool. 60 Stück. Außer, dass ich hier vergessen habe, noch eine Mauer, oder? Nein, doch, da bauen sie eine Mauer. Gut. Gut, 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 gut. Da kommen noch mal 2 dazu. Ja, noch der so 3, dann sind wir eigentlich genau bei 60. Das wär schon ziemlich cool. Ah ja, hier sieht man auch, warum die Platten nicht nachgeliefert werden. Weil die doch tatsächlich hinterher hängen mit einer Lieferung. Ah, hier. Neue Sachen, neue Anziehsachen von Gefangenen. Reicht denn das hier nicht? Obwohl, rein theoretisch müssen ja saubere gekauft werden, wenn neue Gefangene kommen. Ja, klingt komisch, ist aber so. So, 13 neue Gefangene bekommen wir am nächsten Tag. Das wird ja schon mal ziemlich cool. Und jetzt wollte ich eigentlich mal gucken, wie es hier aussieht. Danger, sagt er uns. Danger. Da kann ich auch gleich auf einen Kommentar noch eingehen. Wenn ich jetzt hier nochmal schnell geschaut habe. Ja, Essen geht gut runter. Das gefällt mir ganz gut. Das hier ist immer so ein kleines Problem, das Ding. Ja, ich soll öfters... So, das sind gerade. Okay, ich soll öfters hier mal reinschauen. Ja, es sagt mir nur leider nichts, das Ding. Und, ja. Was soll ich machen? Ich meine, selbst wenn ich jetzt sehe, dass die jetzt so viel und so viel haben, wird schwierig. Oder soll ich dann eventuell, wenn ich sehe, hier ist total viel im Umlauf, soll ich dann ganze Zellenblöcke durchsuchen? Ach so, da. Da hat doch tatsächlich schon wieder jemand versucht, einen Tunnel zu graben. Ah, schlimm, die Leute. Ist das so scheiße in meinem Gefängnis? Weißt du, die können froh sein, dass sie kostenlos Essen kriegen und alles. Oh. Hier ist schon wieder Radau. Warum? Was hab ich getan? Schaut mal nach, was da abgeht. Na, kommt, ihr schafft das. Ah ja, schlimm. Oh, der hat einen Schlüssel geklaut. Oh, der Sack hat einen Schlüssel geklaut von der Wache. Das ist gar nicht gut, sowas. Da klaut er einfach. Ah, hier, seht ihr. Die Türen sind kaputt gegangen. Die müssen repariert werden. Das kostet auch Geld. Ja, ja. So ist das. Und dieses dumpfe Geräusch bedeutet wieder, jemand hat was geschmuggelt. Also durchsuchen wir seine Zelle. Und hier ist übrigens nochmal ein Tunnelausgang gefunden worden. Oh, mein Gott. Also die Leute wollen hier einfach nicht bleiben. Ich kann es nicht genau verstehen, aber es scheint so. Aus irgendeinem Grund möchten die nicht hier sein. Guck mal, hier haben sie auf dem Fernsehgerät, können sie Fernsehen klupschen. Hier, wir schauen mal rein, was sie brauchen. Ja, Recreation, das ist ja eigentlich, glaube ich, das mit dem Fernseher auch. Vielleicht sollte ich tatsächlich in jeder Zelle ein Fernsehgerät reinschmeißen. Dann pure Luxus, dann das erinnert ja schon an deutsche Gefängnisse. Nein, das kann ich, glaube ich, nicht machen. Das kann ich ja nicht bringen, sowas. Weil das ist das, was tatsächlich auch ganz schlecht runtergeht. Wenn man schlafen ist, klar, das geht irgendwann runter, aber das...
sieht's mit dem Essen aus? 89% haben wir verköstigt. Okay. Jetzt war wieder ein Leck gerade durch das Speichern. Dann. Ja, das Geld ist immer das Problem. Der Cashflow, der Daily Cashflow, der ist auch nicht besonders hoch, weil wir haben bloß noch 47. Da werden ja jetzt noch 13 reingelassen, da sind wir ja genau auf 60. Aber es werden bestimmt noch wieder welche entlassen und dann werden hier wahrscheinlich, naja, Strafen. Einer muss eigentlich medizinisch mal versorgt werden. Ach ja, da gab es auch einen Kommentar, ich habe das überhaupt nicht mitbekommen. Glaube ich, ein Kommentar, dass eine Krankenschwester verprügelt wurde. Oh mein Gott. Schlimm sowas. Also wie kann man es wagen, da an eine Krankenschwester ranzugehen? Weißt du, die wollen doch nur das Beste für einen. Ich meine, selbst für Gefangene sollte eigentlich so eine Krankenschwester kein Ziel sein. Und ich glaube tatsächlich, dass ich hier mal ein... Dann lasse ich jemanden da mal rumlaufen. So eine Kamera kann ich, glaube ich, nicht aufstellen. Ich habe schon 6 weg, aber ich könnte hier... So. Einen hinschicken, der dann da rumläuft. Und Patrouille. Ja, steht. Mehr ist das ja nicht. Der steht ja bloß da. So, ich würde gerne mal hier mal kurz reinlaufen. Weil hier drin gibt es ja eigentlich Chemikalien alles. Interessant. Oh, ist schon wieder Schlafenszeit. Na dann. Gut's Nächtle. Wollen die nicht wieder abhauen jetzt mit irgendwelchen komischen Tunneln? Ich finde es echt interessant, dass die von hier drüben noch nicht abgehauen sind. Vielleicht geht es denen ja richtig gut. Die haben ein Fernsehgerät drin, die haben eine Telefonzelle. Die haben eigentlich alles, bis auf eine Dusche. Vielleicht wollen die gar nicht abhauen. Vielleicht ist das Geheimnis, dass sie ein Fernsehgerät haben wollen und eine Telefonzelle. Also ich könnte theoretisch, aber da hat sich ja kein Platz mehr. Außer ich mache links und rechts Telefonzelle und ein TV. Ist zwar ein bisschen eng alles, aber die können telefonieren, die können dort auch Fernsehen gucken. Fernsehen gucken, gutes Stichwort, mal gucken. Oh, Geld. Ja. Ging ja mal gerade so. Und ja, jemand hat auch geschrieben, dass seine 60 Gefangenen, dass sie sich langweilen. Aber man hat doch eigentlich genug noch hier Arbeitsplätze. Aber langweilen ist ja nicht schlimm. Weil die Leute, die für Arbeit eingeteilt sind, aber keine Arbeitsplätze mehr frei sind, die haben ja Freizeit. Also es kann das ja gar nicht so schlimm sein. Baue ich jetzt mehr Gefängnisse? Also Zellen? Oder versuche ich da mal ein paar aufzurüsten? Ich mal schauen, wie teuer ist denn so ein Fernsehgerät? 200. Dann könnte ich für 1000 könnte ich 5 bauen. Oh Gott, nur 5. Ich habe doch einen Haufen Zellen. Ah, muss ich später mal angehen. Ich glaube, ich baue erstmal die Zellen noch aus, damit wir noch mehr Gefangene aufnehmen können. Zumindest mal die Räume könnte ich ja schon mal basteln. Ne? Die kann ich doch schon mal basteln. Ach, hier ist ja ein bisschen anders. Genau, hier ist es. So und so. So. Und so. Ja, da ist das Geld auch bestimmt auch schon wieder fast weg. So. Ja. Gut, da war ich gerade ein bisschen in Gedanken verschwunden. So. Mauern sind gebaut. Wir haben bloß noch 5000 übrig. Also die Mauern sind noch nicht gebaut. Sie werden gerade gebaut. Und, ja, die Türen kosten genauso viel teuer wie die Fernsehgeräte selbst. Die Betten genauso teuer. Also, es ist wirklich unerhört, was die sich hier rausnehmen. Diese Preise ist nicht mehr normal. Ich weiß gar nicht, woher wir das ganze Geld nehmen sollen, um die ganzen Gefangenen überhaupt hier unterzubringen. Warum ist hier keine Mauer? Habe ich denn vergessen, eine Mauer zu ziehen, ich Idiot? Das kann passieren. Dann ziehen wir die jetzt. Und was ich jetzt machen werde, ist dieses Planings-Tool. Das nehme ich und dann ziehe ich hier einfach mal durch. Das nervt mich manchmal. Nervt einen das ja schon, dass es da noch übersteht. Eigentlich habe ich gar nichts mehr groß geplant. Dann kann ich gleich überall löschen. Obwohl, da oben habe ich geplant. Dann kann ich. Ah, da habe ich ja auch geplant. Stimmt ja. Na gut. Da sollte ja auch geplant sein eigentlich. Warum sehe ich das Geplante nicht? Ursprünglich habe ich ja da geplant, um zu sehen, wo die Tische hinkommen. Und hier die Planung sehe ich auch nicht. Warum nicht? Erst wenn ich baue? Nein.
Warum sehe ich denn die Planung nicht mehr? Ich kann es nicht verstehen. Wer weiß? Wer weiß? Na gut, so. Ja, heute bin ich nicht so ganz auf der Höhe. Ich habe keine Ahnung, irgendwie. Ja, auf jeden Fall, wo waren wir jetzt? Zellen, genau. So, wir sind sowieso unterbelegt. Kann ich da eine Zelle einbauen? Ich brauche noch ein bisschen Geld für die Rohstoffe, für die Teile hier, die Platten. Die hoffentlich hier noch ganz, ganz viel abgebaut werden. So in einer Stunde, kommen die neuen Gefangenen. Wir haben noch 4 Zellen dazu bekommen, die werden jetzt trotzdem nicht belegt werden. Aber wir können wenigstens mal sagen, dass wir einen Haufen Zellen, dass wir mehr Platz haben als Gefangene. Das hat doch was, das ist doch schon mal was ganz Besonderes, finde ich. Eine Dusche wäre nicht schlecht, ne? Irgendwie mal eine neue, frischere Dusche. Die Hygiene geht nämlich zur Duschzeit nicht besonders weit runter, glaube ich. Na, sieht nicht so gut aus. Ja, doch, doch, doch. Ja, doch nicht so schlecht. Hätte ich mir irgendwie schlimmer vorgestellt. Na gut, das Problem ist, glaube ich, einfach die Tatsache, dass die danach arbeiten und nach dem Arbeiten direkt essen gehen. Und deswegen nicht duschen konnten. Aber ich habe das doch jetzt, glaube ich, umgeändert. Nein. Doch, ich habe eine freie Zeit gemacht, da können die Leute selbst entscheiden, ob sie dann duschen gehen oder nicht. Ja, jetzt arbeiten sie für uns. Wir schauen hier nochmal rein. Ah, Tools. Mhm. Ich glaube, das hier ist das, jemand hat das mal als Kommentar geschrieben, was ist. Ich habe es aber leider wieder vergessen. Also ich weiß gerade nicht, was jetzt Angebot und Nachfrage ist oder das, was im Umlauf ist und wie auch immer. Weil das könnte doch tatsächlich das sein, was im Umlauf ist. Eventuell. Oh, jetzt muss ich gehen. Ach, Entschuldigung, ich bin heute wirklich nicht so ganz auf der Höhe, wie es scheint. Ja, Lichter müssten hier eigentlich auch noch ein bisschen was rein in den Zellen. Und natürlich müsste da auch jemand eingestellt werden, der dann die Zelle auch übernimmt. Ach, stimmt ja, den könnte ich ja eigentlich aufmachen. Jetzt wird natürlich alles über den Haufen geworfen, weil dann ist jetzt nämlich da jetzt ein ganz andere Dings entstanden, ganz andere Abteilung, weil das ist ja so eine Abteilung, das ist so eine. Und wenn das jetzt ja auf ist, dann ist das irgendwie verbunden mit der. Dann müssen wir mal schauen, wie wir das machen. So, jetzt müsste es ja auch schon geschehen sein. Ja. Ihr habt recht. Ich würde, glaube ich, hier eine Tür reinmachen. Dann kann ich mich unten welche und oben welche langlaufen lassen. Und das, meine Damen und Herren, werde ich jetzt machen. Dann brauche ich aber im Prinzip ja eine Tür. So eine. Ich habe sogar zufällig noch eine rumliegen. Das finde ich gut. So, die Außenmauern müsste ich eigentlich auch nochmal abändern. Oder meinte derjenige, dass ich die Supermauern verwende für die Zellen? Weil dann können sie ja schlecht aus den Zellen, müssten sie sich ja dann unter den Mauern durchbuddeln. Und das dürfte wirklich etwas lange dauern. Kann ich denn sowas benutzen? Aber das ist ja, glaube ich, auch Stacheldrahtzaun und alles. Also Outdoor only, das kann ich nur außen verwenden. Also hier drinnen leider nicht. Wäre aber eine coole Idee gewesen. Man könnte natürlich hier hinten eine Wand dahinter ziehen. Ganz fies und frech. So, jetzt haben wir da eine Tür, die natürlich immer offen sein soll, weil sonst das ist doch irgendwie doof. So, dann habe ich nämlich oben jetzt etwas und da unten habe ich etwas und ich habe das ja nach Patrouille, glaube ich, angeordnet. Dann kann ich die Patrouille jetzt eigentlich bloß länger ziehen. Genau. Genau. Und aus irgendeinem Grund sind die überhaupt nicht besetzt. Los, besetze dich. Oder habe ich keine mehr frei? Ach, wie es alles leuchtet und blinkt. Ich glaube, was ist denn da los? Ja. Also ich könnte wirklich mal schauen, dass ich die Tür mal offen lasse. Ich lasse sie mal offen. Mal schauen, ob das vielleicht doch ein sehr super, mega geiler Tipp war. Wir werden es sehen, was dann passiert. Ja, der ist auch cool hier. Der läuft da so seine Runden. Gut, als nächstes müsste ich mich, glaube ich, dann um die Sitzplätze und sowas kümmern. Moment, wie viel
Plätze habe ich. Da, an einen so einen Tisch passen 8 Leute dran. 8, 16, 32, 64 habe ich. 64 Sitzplätze, 64 Gefangene. Müsste ja rein theoretisch reichen, wenn die doch wirklich mal alle essen gehen würden. Was sie anscheinend manchmal nicht so machen, wie sie es machen sollen. Aber wir haben jetzt wieder 1600 extra Geld für den Daily Cashflow. Und den Daily Cashflow würde ich ja gerne für die Wachen und sowas ausgeben. Weil Wachen haben kann die Schaden, finde ich. Von daher ist das schon so in Ordnung. Gut, dann, ja, was wollte ich eigentlich hier oben dran bauen? Das habe ich schon ganz vergessen. Also hier natürlich noch Verwaltungsgebäude, was auch immer ich für Verwaltungsgebäude brauche. Ich weiß es nicht. Aber hier, keine Ahnung, was wollte ich da machen? So, hier wird ein Klo untersucht. Ah, kein Tunnel entdeckt, das finde ich gut. Aber manchmal entdeckt man ja doch mal jemanden. Ja, jetzt eine Frage an euch. Soll ich denn meine Zellen ausstatten mit einem TV-Gerät und eventuell sogar mit einer Telefonzelle, dass ich die Zellen alle anpasse? Oder dass ich jetzt, wo ich ja jetzt meine 64 Zellen habe, beziehungsweise die Zellen sind ja auch irgendwann fertig, soll ich dann vielleicht eventuell mal sagen, dass ich dann mal neue Zellen kreiere, sowas wie hier drüben, dass ich dann die nächsten Zellen, vielleicht mache ich ja dann so einen extra Trakt, ich muss ja sowieso irgendwann mal ausbauen, ein High-Security-Trakt vielleicht, dass man da irgendwie sogar tatsächlich noch eine neue Küche baut, also eine komplette abgekapseltes Gefängnis, dass man sagt, da ist eine neue kleine Kantine, da muss ich mal irgendwo was dazu kaufen, hier vielleicht oder dahinter, na, ich eher nach oben. Eine Kantine, dann ist dann da eine, ja, ein kleiner Essenssaal, ein kleiner Raum, wo die Leute dann rumlaufen können. Und ja, so ein High-Security-Raum, denn man kann ja hier maximale Security einstellen. Ich weiß nicht, ob das bedeutet, dass dann dort diese richtigen hochschweren Verbrecher reinkommen, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, wenn ich das dann so einstelle, könnte es vielleicht funktionieren. Da könnte man nämlich auch Einzelzellen kreieren, die auch tatsächlich ein bisschen ausgestattet sind, weil die dann keine Freizeit von mir bekommen. Das sind die Hochsicherheitsschwerteile und so. Die bekommen dann halt mal ihr Hofgang und sowas. Aber die ansonsten, also wir bauen dann, auch wenn ich es ein bisschen krass finde, was die Amis da machen, aber die Amis haben ja dann auch ihre High-Security-Sachen, wo die Leute da 22 Stunden eingesperrt sind, oder auch teilweise sogar 23 Stunden, dann haben sie dann eine Stunde irgendwie Ausgang. Ja, ist schon krass, aber man kann ja mal schauen, ob man sowas relativ Gleiches bauen kann. Ich kann ja den Hofgang kann ich ja viel stärker machen, dass dann viel mehr Leute reinpassen. Vielleicht mache ich ja auch einen Hof, also so einen Hof, das ist vielleicht auch so eine schöne Idee, so ein Hof und ringsherum kommt dann halt die Zellen. Muss ich mal schauen, ob ich dann doch irgendwie noch weil ich weiß ja nicht, oh, hier wurde ein Tunnel gegraben. Ich weiß ja jetzt nicht genau, wie viel von den Zellen ich mir dann bauen werde, aber das ringsherum vielleicht Zellen baue oder so und dann können die dann in den Hof gehen und dann ist ja die, ach, wir machen das schon irgendwie. Jetzt werde ich noch schnell diesen Tunnel da entfernen. So, haben wir noch irgendwo einen entdeckt? Ja, da ist doch, glaube ich, nein, aber hier wird gerade wieder gesucht und schaut mal auf die Klos. Die Klos sind wichtig. Da müsst ihr schauen. Die Klos sind wichtig. Na? Nichts gefunden und du? Auch nicht. Tja, den Leuten geht's besser. Den Leuten geht's besser. Die haben nicht mehr rumzumeckern. Na gut, dann, ich glaube, das war's da auch schon wieder. Wir haben eigentlich nur da oben ein paar Zellen dazu gebaut. Ja, sehr interessant. Also, schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet. Jetzt hier oben dann später mal, da müsste ich vielleicht noch ein bisschen vorspulen, dass ich da mal ein bisschen schaue, dass ich ein bisschen Knete reinkriege, damit wir uns das da leisten können. Da guckt ihr mal, was da dazu kommt. Also es ist schon ganz schön viel. Und hier nach hinten, also wenn ich dann das gekauft habe, dann kaufe ich das, dann kommt hier noch das Stück dazu. Also wird das dann auch so ein riesiges Stück, was man dazu kaufen kann. Soll ich einen High-Security-Raum machen? Ich frage mich, ob ich dann noch einen neuen Eingang brauche. Das weiß ich dann gar nicht. Weil die Deliveries, die kommen ja hier an. Na gut, vielleicht müsste ich die dann oben setzen ein bisschen. Na gut. Schreibt sie auf jeden Fall in die Kommentare. Soll ich einen High-Security-Raum machen? Oder soll ich ganz normale Gefangenenzellen machen? Hier, die mit schön ausgebaut, vielleicht mit eigener Dusche und sowas.
Ja, sagt's mir auf jeden Fall. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder mit mir, dem Tenji von The Noobs Kanal. Bis dann, tschüssi!